Bro, beschreib mal unsere Freundschaft in einem Wort. Ich würde Salz sagen. Ja, Salz finde ich gut, weil ohne Salz schmeckt das Essen und das Leben generell nicht. Ja, das geht natürlich auch, aber das meinte ich nicht. Ich meinte Salz, weil Salz Ionenverbindungen sind. Und Ionenverbindungen sind sehr starke Verbindungen und unsere Freundschaft ist auch eine sehr starke Verbindung. Außerdem meinte ich mit Salz nicht normales Kochsalz, Natriumchlorid, sondern jedes mögliche Salz. Denn Salze in Ionenverbindungen bestehen aus Anionen und Kationen und sind ein Produkt von Metallen und Nichtmetallen. Bruder, was laberst du? Unsere Freundschaft ist wie Salz. Digga, nachdem du das rausgedroppt hast, ist es höchstens wie Salz in Wasser gelöst. Das war eine ganz normale Frage und auf einmal hältst du mir Chemievorlesung vor. Was ist mit dir? Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video, in dem wir uns Ionenverbindungen anschauen. Wie ihr bereits hoffentlich wisst, haben Atome gleich viele Elektronen, also negative Ladungen, wie Protonen, positive Ladungen, sodass sie nach außen hin neutral sind. Allerdings ist dies nicht immer der Fall. In vielen chemischen Verbindungen verlieren Atome ihre Elektronen oder bekommen Elektronen dazu. Ist dies der Fall, spricht man von Ionen. Wenn Atome ihre Elektronen abgeben und somit mehr positive Ladung haben, nennt man diese Kationen. Wenn sie allerdings welche aufnehmen, also mehr negative Ladung als positive haben, dann nennt man sie Anionen. Wie ihr bereits wissen solltet, wollen alle Atome in den meisten Fällen die Edelgasregel erfüllen, beziehungsweise die Oktettregel, indem sie halt 8 Elektronen in ihrer Außenschale haben. Wasserstoff und Helium sind mal wieder natürlich eine Ausnahme. Das können Atome machen, indem sie entweder Elektronen abgeben bzw. aufnehmen, Elektronen teilen oder Elektronen polar teilen. Habe ich aber in diesem Video hier erklärt. Was uns aber hier interessiert, ist die komplette Aufnahme oder Abgabe von Elektronen. Bei Ionenverbindungen passiert nämlich Folgendes. Schauen wir uns Natrium an. Natrium hat ein Elektron in der Außenschale. Das könnt ihr daran erkennen, weil Natrium in der ersten Hauptgruppe ist. In der zweiten Hauptgruppe sind dann 2 Elektronen, in der fünften 5 etc. Um eine volle Außenschale zu haben, muss Natrium also 7 Elektronen aufnehmen, um 8 Elektronen in der Außenschale zu haben. Oder aber ein Elektron abgeben. Was? Bruder, er will 8 Elektronen. Warum sollte er dann eins abgeben? Ganz einfach. Wenn er diesen Elektron abgibt, dann fällt die äußere Schale weg und dann haben wir die unterste Schale als äußerste Schale, die 8 Elektronen besitzt. Ja, und dann hat er im Prinzip so diese Regel erreicht. System gedribbelt. Bei Chlor sieht das aber ein bisschen anders aus. Chlor ist in der siebten Hauptgruppe, hat also somit 7 Valenz- bzw. Außenelektronen. Um 8 zu erreichen, kann er 7 abgeben oder 1 aufnehmen. Logischerweise nimmt er lieber 1 auf. Jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn Chlor eigentlich neutral ist und nun ein Elektron, also eine negative Ladung, zusätzlich aufnimmt, dann ist ja um ein Elektron, um eine negative Ladung, negativ geladen. Schreiben tut man dies über dem Elementsymbol mit einem Minus. Eigentlich steht da eine 1 minus, aber weil man die 1 immer weglässt, steht da einfach nur ein Minus. Chlor ist jetzt also ein Ion. Um genauer zu sein, ein Anion, weil er negativ geladen ist. Wenn wir uns aber zum Beispiel Sauerstoff angucken, welcher 2 Elektronen bei so einer Verbindung aufnimmt, dann hat er 2 negative Ladungen zu viel. Schreiben tut man dies über dem Elementsymbol dann als 2 minus. Ich hoffe aber, ihr bekommt keine 2 minus, sondern eine 2. Wisst ihr was? Ich hoffe sogar, ihr bekommt eine 1 plus, wenn ihr das Video liked und mir Rückmeldung in die Kommentare schreibt. Bei Natrium ist das genauso. Er gibt eine negative Ladung ab und somit ist er um eine positive Ladung positiv geladen, welche wir dann mit einem Plus schreiben. Also normalerweise steht da 1 plus, das was ich hoffe, dass ihr in der Arbeit bekommt. Aber auch hier lassen wir die 1 weg. Und Magnesium zum Beispiel kann 2 abgeben und somit ist es ein Kation mit 2 positiver Ladungen. Man schreibt dann eine 2 plus. So, Natrium will ein Elektron abgeben und Chlor will eins aufnehmen. Perfekt, lasst sie miteinander reagieren und das Essen genießen. Hier haben wir dann nämlich Kochsalz. Natriumchlorid. Chlorid heißt so, weil Salze anders benannt werden. Schauen wir uns in dem nächsten Teil genauer an, aber hier reicht es zu wissen, dass man zuerst dann Kation und dann das Anion benennt. Natrium ist das Kation und Chlor das Anion. Also Natriumchlor und wegen der Salzbenennung wird daraus halt Natriumchlorid. Ist es jetzt aber eigentlich Zufall, dass Salz entstanden ist? Nein, das Produkt von Reaktionen zwischen Metallen und Nichtmetallen, also Ionenverbindungen, sind Salze. Das hier sind die Metalle, welche Elektronen abgeben, und das hier sind die Nichtmetalle, welche diese aufnehmen. Also wenn irgendwelche zwei Stoffe von denen miteinander reagieren, haben wir dann Salze. Sowas wie Lithiumfluorid, welche aus Lithium und Fluor besteht,
ist also auch ein Salz. Aber Salzformeln und genaue Reaktionsgleichungen schauen wir uns in dem nächsten Video an. Prima. Aber falls ihr aufgepasst habt, gibt es so eine kleine Sache, die ich noch nicht erklärt habe. Wann weiß ich eigentlich, ob ein Element Elektronen abgibt oder aufnimmt? Nun, ihr könnt euch merken, von der ersten bis zur dritten Hauptgruppe werden Elektronen abgegeben. Ist logisch, 3 abgeben ist einfacher als 5 aufnehmen. Und von der fünften bis zur siebten Hauptgruppe werden Elektronen aufgenommen. Ihr wisst schon, 3 Elektronen aufnehmen ist einfacher als 5 abgeben. Und was ist mit der vierten Hauptgruppe? Na, die können eigentlich beides, aber damit setzen wir uns erstmal nicht auseinander. Das sollte eine kleine Einführung zu Ionenverbindungen sein. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte und ihr was gelernt habt. Bitte schreibt was in die Kommentare als Rückmeldung, damit ich weiß, wie ich mich verbessern kann. Danke und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.